Hallo liebe Zocker, liebe Zockerinnen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Sims. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute ist Erntefest, beziehungsweise es ist immer noch Erntefest, denn es ist bereits ja 12 Uhr mittags. So, deine Moin sitzt gerade an ihrem PC und surft ein bisschen im Internet. Das werden wir jetzt unterbinden, denn wir haben hier noch so ein paar Sachen zu erledigen. Zum einen werden wir jetzt erstmal uns angucken, was wir mit den Zwergen anstellen können. Denn wir sollen sie ja beschwichtigen. Festtagszwerge. Zolle den Zwergen Respekt und gib ihnen Geschenke, um festliche Belohnungen zu erhalten. Suche Zwerge auf deinem Grundstück auf, um teilzunehmen. Klicke auf die Zwerge und wähle Zwerg beschwichtigen. So, das machen wir. Und dann würde ich sagen, geben wir ihm nochmal Obstkuchen. Gucken wir mal, ob wir Obstkuchen haben. So, vom PC wollen wir das mal weg. So, hier liegt schon wieder irgendwelche Wäsche herum. Und dann können wir den Müll hier auch wegwerfen. Die Zwerge beobachten uns. Oh, ha. So, dann wollen wir den hier auch mal mit Obstkuchen beschwichtigen. Hoppala. Hier gibt es irgendwelche Reparaturen. Da müssen wir uns noch gerade drum kümmern. Ey, was ist da passiert? Weiß nicht, warum sie ständig eine PC will, ne? So, das haben wir erledigt. Jetzt ist es Zeit, ein Festtagsmahl zu kochen. Und was gibt's denn Schönes? Truthahn-Festmahl. Okay, Vegetarier sind wir nicht. Wir wollen richtig schön Fleisch. Und da gibt es heute einen leckeren Truthahn. Passend zum Erntefest. Nachdem der Truthahn dann fertig ist, werden wir auf jeden Fall erstmal duschen gehen. Kann man das eigentlich pausieren? Das wäre eigentlich auch ganz cool, wenn man das pausieren könnte. So nach dem Motto, die Masse muss ja erstmal ein bisschen ziehen, ne? Und so. Wäre das eigentlich ganz cool? Wir sind ein bisschen angespannt durch die Zwergchens. Aber davon lassen wir uns doch nicht unterkriegen, ne? So, hier stinkt was vor sich hin, der Obstsalat, den können wir doch aufräumen. Und Winterpflanzen. Das Paket sammeln wir mal ein. Oh, guck rein, der Truthahn. Oh, lecker. Uiuiui, er schmeißt sie mit der Flasche herum. Hilfe. Das wollen wir doch noch essen. Ich gehe mal ein bisschen. Spulen mal so ein klein bisschen vor.
So, genau, das ist wegräumen. Es wäre ja interessant, ob wir unsere Gäste auch einladen können. Plaudern, plaudern, plaudern. Ich wollte ihn zum Essen einladen. Ja, einladen. Brand will nicht, Brand schon, okay. Sensibi kinikyo. Swarspa Gethara. Washanoi. Wollen wir Zoiba. mal die beiden einladen und schauen wir mal, ob sie denn vorbeikommen. Muia, also was? Nee. Oh, Binja. Muira. So, also haben wir die Tür aufgeschlossen. What's the move, Hello? Aha. Dag, Dag. Wir gehen raus, wir setzen plaudern. So, dann zum Festmahl Oh, rufen. ihr Mal. Was sieht denn da? Geht an unseren Kühlschrank. Ah, Nobi. Lock. Storm of Flame. Ja, dann setzt euch doch mal hin. Nein, sie setzen sich da hin, gut. Und hier liegt auch schon wieder Müll herum. Man hätte aber gemeinsam an den Tisch essen können, ne? Muss ich mal so sagen. So, wir sollen jetzt über was No. reden? Über Dankbarkeit. Oh. Erntefest, über Frost reden, über Interessen reden, über Kochen reden. Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Wo finde ich denn Dankbarkeit? Ah, hier von Herzen Kompliment machen vielleicht. Dag, dag. Dag, dag. Ah, dankbar sein. Flish? Hando. Oh, Janga. Ey, Frith. Bronchi? Das Essen war aber lecker. Ma Bisa. So, damit haben wir das auch hingekriegt. Alle Punkte erfüllt zum Erntefest. Sehr schön. Und man sieht, Dana fühlt sich doch ganz wohl. Oh, sie singt. Kann das unsere Sängerkarriere beeinflussen? Werden wir jetzt Sängerin? Man weiß es nicht. Wir werfen den erstmal weg. Jabin, Longi Chul. Nee, Brand, wir wollen nicht, dass du kannst auch gerne zu uns vorbeikommen. Bist du nicht da? Brand? Ah, nee, Brand. Ja, kann gerne natürlich uns noch besuchen kommen, ist klar. Wir haben ja noch genug zu essen. So, den Teller, da räumen wir schon mal weg. Die unterhalten sich hier noch ganz angestrengt und, was geht denn da ab? Unsere Toilette, die stinkt. Werden wir mal ganz schnell säubern.
Kudoi befala Yadim. Floima Sharnuf? Ah, Yoyim. Yanka Bimu. Zampa Grasha. Sigluna Vool. Anja Yitka. Zarzuya Yerblu. Ha! Uchi Pichi. Watini Pashanizo. Hallo Freund, grüß dich. Oh, das ist aber nicht von dir, dass du den Müll mal rausbringst. Dankeschön. Jetzt müssen wir einmal kurz unser Klo putzen. Da geht es natürlich nicht, ne? Oh, brennt. Ja, dieser ganze Müll hier, ja, ich weiß, ist momentan schlimm. Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Also ich sag mal so, als Gastgeberin sind wir schon nicht ganz so schlecht, allerdings ist einfach das Problem, dass doch immer sehr viel Müll hier rumliegt. So, der Festtag neigt sich langsam dem Ende zu. Und wir müssen langsam mal duschen gehen, das machen wir jetzt auch noch. Also wir haben sehr wohl großes Vertrauen zu unseren Nachbarn, aber... Ich meine, gut, irgendwie müssen wir uns ja kennenlernen, ne? Ist ja klar. So, dann haben wir das auch. Jetzt schauen wir auch noch ein bisschen Fernsehen. Sieht's aus, müssen wir morgen arbeiten. Ne, 11 Stunden bis zur Arbeit. Ja, wir müssen morgen arbeiten. Das heißt, wir werden die Leute jetzt langsam mal bitten zu gehen. Denn wir müssen ja auch irgendwann schlafen. Ach, der Sim verlässt bereits das Haus, okay. So, was ist denn hier passiert? Wie sieht's denn hier eigentlich aus, Dana? Er tut uns ja leid, aber irgendwie, momentan gehen irgendwie alle Sachen kaputt. Also ständig irgendwie wischen und hin und her, also. Ja, und das um 0.17 Uhr. Und was willst du machen, bevor das ganze Wasser in den Boden einzieht? Ja, Bad muss auch noch gereinigt werden. So, wir werden auch langsam ziemlich müde. So, warte mal. Den aufräumen. Den aufräumen. Und den weglegen. So, jetzt ab ins Bett mit dir, schlafen gehen.
denn morgen ist wieder ein anstrengender Tag, beziehungsweise ja, in wenigen Stunden schon. So, raus aus den Federn. Machen wir unsere Morgenroutine. Zähne putzen. Ein Glas Wasser nehmen. Dann müssen wir unbedingt mal hier aufräumen. Hier liegen nämlich viele, viele Sachen rum. Die Zwerge sind auch noch da, sehe ich gerade. Kostenlose Speisen und Getränke. Lokalunternehmen möchten sich bei ihren Kunden durch kostenlose Speisen und Getränke bedanken. Es ist Zeit, aus dem Haus zu gehen und einen Schauplatz zu besuchen. Mal gucken, ob wir das eventuell dann heute Nachmittag machen. Denn jetzt, wie gesagt, müssen wir gleich zur Arbeit. In genau 56 Minuten ist es nämlich schon soweit. Das heißt, wir sollten jetzt auch ein bisschen Gas geben. Und vor allen Dingen sollten wir auch etwas anziehen für den Winter. Es wird nämlich kalt. Zack, okay. Da, jetzt nicht trödeln. Macht ihr auf jeden Fall ein kurzes Frühstück. Dazu machen wir heute einen einfachen Obstsalat. Nicht an den PC, wir haben dafür keine Zeit. Ja, Zeit für die Arbeit, genau. So sieht es nämlich aus. Gut, dann. Wir müssen los. Oh, schneller essen. Wir werden eine Stunde zu spät kommen. Puha. So, gerade noch rechtzeitig geschafft. Wir sind an der Arbeit angekommen. Und haben jetzt auf jeden Fall erstmal hoffentlich einen relativ einfachen Arbeitstag. Ich hoffe, der Chef wird nicht ganz so sauer sein, dass wir uns ein bisschen verspätet haben. So, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mögt und nichts verpassen wollt, empfehle ich euch, lasst sehr gerne ein Abo. Bis zum nächsten Mal bei Die Sims. Euer Punky vom Team Punky Let's Talk. Bye, bye.